Herzlich willkommen in der Lehrwerkstätte der AHD. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Steiner Manfred. Ich bin der Lehrlingsausbilder für die gewerblichen Lehrlinge im Maschinenbau. Ich bilde die Lehrlinge bei den Maschinen, Drehmaschinen und Fräsmaschinen aus, von den konventionellen Maschinen angefangen bis zu den computergesteuerten Fräsmaschinen und Drehbänken. Machen wir alles durch eigentlich, wir haben alle Voraussetzungen dafür. Mein Name ist Gerald Gierer, bin Lehrlingsausbilder und zuständig für die elektrotechnischen Berufe wie Prozesstechniker, Elektrobetriebstechniker, Köteanlagentechniker bzw. Mechatroniker. Nach dem Grundlehrgang an den Werkbänken kommen unsere Lehrlinge an die konventionellen Drehmaschinen, wo sie die Basics an den Drehbänken lernen. In weiterer Folge dann zu den konventionellen Fräsmaschinen, im Anschluss daran dann zu den computergesteuerten Dreiachs-Fräsmaschinen. Nach der Ausübung des Grundlehrgangs an den Maschinen werden unsere Lehrlinge in der Schweißtechnik ausgebildet, sprich Elektroschweißen, Autogen bzw. Schutzgasschweißen. Unsere Lehrlinge in den elektrotechnischen Berufen kommen dann an die Installationswand, wo sie die Grundschaltungen wie Wechselschaltung, Serienschaltung und dergleichen erlernen. Im Anschluss daran dann an den Pneumatikstand zu Beginn die normale Pneumatik, dann die Elektropneumatik. Unsere Kälteanlagentechniker kommen nach absolvierten Grundlehrgang in der Lehrwerkstätte ins Labor, wo sie die Spezialkenntnisse in der Kältetechnik erlernen. Ich bin der Jan, bin Kältetechniker in der AHD. Ich habe mich hauptsächlich für die Firma entschieden, weil das Arbeitsklima super ist. Es sind nette Kollegen, die alles beibringen. Meine Haupttätigkeit in der Firma ist, dass ich im Labor mache viel messtechnische Sachen, Geräte prüfen, Prototypen beurteilen und solche Sachen. Nachher fahre ich oft mit den Servicetechnikern mit. Da fahren wir in die verschiedensten Märkte in ganz Österreich herum und deren Probleme beheben, wenn sie anrufen, dass irgendein Gerät nicht kühlt und solche Sachen. Und es macht mir eigentlich recht Spaß, in der AHD zu arbeiten. Wir würden uns über zahlreiche Bewerbungen freuen.